Es geht um dieses Sägewerk. Dieses Sägewerk möchte ich bei mir auf der Anlage da aufsetzen, mit wo der Wald jetzt hinkommt. Und es ist erstens mal nicht so viel Platz da und zweitens mal finde ich dieses Sägewerk schlicht und ergreifend nicht schön. Ich habe jetzt nach dem richtigen Wort gesucht. Ich finde es nicht furchtbar oder wie auch immer. Ich finde es einfach nicht besonders schön. Ich finde, dass es auf dieser Grundplatte steht, finde ich nicht schön. Das hat mal was von so einer Teppichbahn. Das kommt also alles runter. Ich nehme das mal ab hier. Und so ist es nicht schlecht. Kann man nicht anders sagen. Natürlich, wie gesagt, muss ich einiges dran machen. Hier ist nichts bemalt. Das ist also ein Sägewerk. Das habe ich mir mal vor einiger Zeit auch gebraucht, gekauft, weil ich es nett fand. Und ich möchte mir ja keine neuen Bausätze kaufen irgendwo, die ich dann mir baue, zusammenklebe und auf die Bahn stelle. Das wisst ihr ja vielleicht, ich will eigentlich alles selber bauen. Und das habe ich mir mehr oder weniger als Basis hier gekauft. Das ist so diese Sägeeinheit, die da oberhalb da hier, da, ich weiß nicht, ob man nicht richtig sehen, der sitzt da drin, ist rausgerutscht, ist ja egal. Kommt auch wieder rein. Auf jeden Fall will ich mal kurz sagen, was ich hier verändern möchte. Das ist also erstmal der gesamte linke Teil. Ich sag mal, von hier an, das ganze Gebäude, inklusive dem kleinen Schuppen hier hinten, wird verschwinden. Das heißt, ich möchte lediglich diesen kleinen Teil, mehr oder weniger hier diese Sägeeinheit und hier hinten diese, ja, da kommen die Späne raus. Da kann man dann hier so einen LKW positionieren. Ja, dann die Späne, vielleicht fallen sie gerade raus oder auch nicht, oder vielleicht ist er auch gerade unterwegs, weiß es nicht, werden wir sehen. Auf jeden Fall kommt das raus. Ich werde wahrscheinlich auch dieses Abluftmodul hier oben, was sowieso schon abgefallen ist, werde ich wahrscheinlich weglassen. Zum Punkt Realismus, keine Ahnung, ist mir egal, jedenfalls gefällt es mir nicht, das ist mir zu hoch, das würde überhaupt nicht schön passen. Und hier hinten haben wir ja eine Abluft, das reicht mir völlig aus, oder irgend so ein Transport mit Filter hier, ach was weiß ich, ist mir auch völlig egal. Auf jeden Fall wird das hier oben zugemacht, das wird schön verspachtelt, das wird bemalt, das fehlt nämlich sowieso, hier ist überhaupt nichts wirklich bemalt worden, dann hier oben so ein bisschen Grünstich drauf, ist aber meines Erachtens nicht wirklich schön, also das sind ja irgendwelche Holzschindeln, die auch schief und krumm drauf sind, also da kann man schön richtig was draus machen. Was auf jeden Fall verschwinden wird, sind diese Hölzer, die hier sind schon ab, die passen. Ich glaube, die waren ja drauf. Ist auch völlig egal. Die passen so überhaupt nicht dazu. Natürlich sagt man jetzt Sägewerk hin, Sägewerk her. Natürlich muss da Holz liegen. Auch diese Stämme hier ist alles in Ordnung. Aber wir hatten ja im letzten Video das mit den, wie soll ich sagen, mit dem Maßstab besprochen. Und hier sind wir in der nächsten Falle wieder drin. Das passt nicht. Nehmen wir ein Beispiel. Hier ist eine Tür. Ja, die passt auch von der Höhe her, habe ich mal ausgemessen, da passt also ein Preiserlein völlig normal rein. Jetzt stellt euch mal vor, hier würde ein Preiserlein stehen, das würde vielleicht bis hierhin von der Größe her dastehen. Wie soll das die Bretter hier rangelehnt haben? Ja, das wäre überhaupt nicht zu handeln, das könntest du maschinell da irgendwo anlehnen, aber doch nicht so, unabhängig ist hier ein tierisch krummes, ach, das ist auch noch abgebrochen, brauche ich eh nicht, kommt weg. Das passt nicht, dasselbe ist, na, gerade noch grenzwertig hier vorne, diese, sollen das sein, Rundhölzer oder, nee, mehr so Balken, das passt, die Balken, die lasse ich durchgehen, die passen, ja, die sind vielleicht auch so ein bisschen von der Stärke wie das hier drüben, aber die Bretter, das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist alles zu lang, zu groß, das passt nicht mit den Preiserlines zusammen. Dasselbe ist auch hier, der Ersteller oder der Bauer dieses ganzen Gebäudes hat hier so, sehen wir von oben vielleicht besser, Bretter durchs Fenster rausgucken lassen. Ja, nette Idee, sieht hübsch aus, kann man nicht sagen. Passt nicht, wenn ich mir den LKW daneben stelle. Wie soll diese Person die Bretter und vor allem warum durch das Fenster geschoben haben? Das ist viel zu groß. Ja, hier die Tür und dann so ein riesiges Brett da dran. Das funktioniert einfach nicht. Das passt irgendwo gar nicht. Und wenn wir vom Maßstab reden, das, ich habe hier noch andere liegen. Die habt ihr vielleicht schon liegen sehen oder auch nicht. Das sind so kleine Holzstapel. Die habe ich aus einem anderen Bausatz rausgenommen. Die finde ich passend von der Größe her. Das kann man machen. Das ist in Ordnung. Das passt durchaus hin. Das Rohmaterial, ja, die kann man verwenden. Ist schon okay. Aber jetzt nehmen wir mal weiter von den ganzen Maßstab. Ich habe hier mal einen kleinen LKW hingestellt. Diesen. Und da liegen Hölzer hinten drauf. Diese Modelle kennt jeder wahrscheinlich von euch. Aber auch hier, sind wir mal ganz ehrlich, dieser Maßstab, dieser Baumstämme, das passt nicht.
Das kann man so nicht machen. Das ist also ein Maßstab, der überhaupt nicht hinkommt. Das sind, natürlich gibt es solche Langhölzer in echt, aber die fahren durch Alaska oder was weiß ich, ja, oder durch Kanada irgendwo, aber das habe ich nicht hier in unserer Gegend. Solche Baumstämme, das haut nicht hin. Wenn ich jetzt mal ein Bäumchen habe, ich habe gerade so eins hier, das passt schon. Nehmen wir jetzt mal so einen Baum. Das ist so eins von denen, die ich zuletzt gemacht habe. Jetzt nehmen wir mal vom Maßstab her. Das stelle ich jetzt mal hier hinten neben das Sägewerk. Passt. Ja, das kommt noch ein bisschen tiefer. Hier sehen wir, hier ist ja die Verengung drunter. Das heißt, er würde so da sitzen. Und da hatte ich schon mit manchen in den Kommentaren gesprochen. Diese Bäume, die jetzt hier vom Maßstab passen, das sind Bäume für TT. Ja, da stand dabei TT-H0. Für H0 muss ich mal ganz ehrlich sagen, kann man sowas gar nicht verwenden. Für TT wäre es auch zu klein. Für Spur N sind sie gerade richtig. Das passt von der Größe her. Das kann man machen. Und jetzt legen wir uns die mal hier so hin. Die Länge wäre in Ordnung. Aber der Durchmesser, was sind denn das für Bäume? Das funktioniert, da ist auch nicht ein Ästchen dran, da ist gar nichts, kann man so nicht verwenden. Jetzt könnte natürlich manch einer kommen und sagen, dann geht doch einfach eine Tour, bricht dir ein paar Ästchen irgendwo ab, das passt schon. Ja klar, hier, das ist ein Waggon mit Langholz drauf. Die habe ich mir mal gebraucht gekauft im 1:160 Forum, kennt ihr wahrscheinlich alle. Die sehen hübsch aus, die sind ihr Geld absolut wert, was ich dafür bezahlt habe, ohne Frage. Aber auf den Fotos habe ich das gar nicht so gesehen. Die Stämme da drauf, ja, das ist H0-Maßstab. Das ist kein N, ja. Also die müssen definitiv runter. Man könnte vielleicht noch die hier drauflegen, würde nicht ganz passen, wie auch immer. Kann man aber auch dann anders gestalten, indem man hier irgendwelche Bretter, ich meine, ich kann die mir ja mit dem Lasercut machen, irgendwas drauf macht oder was weiß ich. Also zumindest werden die hier runterfliegen, so hübsch das auch gemacht worden ist, mit dem Strick da oben drüber gezogen, wie so eine Kette da, ne? Das ist alles recht nett. Gefällt mir. Passt aber überhaupt nicht vom Maßstab irgendwo zusammen. Jetzt nehmen wir uns das mal mit diesem Sägewerk hier hinten. Ja, das geht nicht. Das kann man so nicht machen. Aber ich will auch keinen auf die Füße treten, der sowas verwendet und sich darüber freut. Alles gut. Ja, das ist keine Meckerei hier, das ist nur, was meine Anlage angeht, was ich so möchte und was ich nicht möchte. Also wie gesagt, das hier kann noch bleiben, aber ich werde eben von diesem Bausatz hier den ganzen linken Teil wegmachen. Das kleine Klohäuschen hier oder was es sein soll, das werde ich natürlich weiterverwenden. Das kann man auch andersseitig hier drüben dran stellen. Das kann ich auch hier drüben dran machen oder hier hin, ne, hier vielleicht nicht, hier hinstellen oder hier hin. Das passt alles schön. Ja, mit der Leiter alles schön. Aber wie gesagt, die Grundplatte, die wird komplett, sehen wir gerade, ich bin aus dem Bild rausgerutscht. Die Grundplatte, die kommt komplett weg. Das wird also direkt bei mir aufgesetzt auf die Anlage. Das wird vom Grund her gestaltet. Da kommt natürlich diese Masse drunter, die man immer hinschmiert. Hier drüben war der Antrieb oder ist der Antrieb. Das Rad habe ich da. Ich habe alles da, was man hier verbraucht. Könnte man motorisieren. Aber dann stellt sich schon mal die Frage, was mache ich mit diesem kleinen Bach? Das würde überhaupt nicht passen. Also habe ich hier, was weiß ich, steht hier irgendwo ein Dieselmotor oder was weiß ich. Also zumindest werde ich es nicht mit Wasser antreiben lassen. Das passt irgendwo nicht. Der Schuppen hier hinten, der ist hübsch, der gefällt mir. Der ist ja, da kann ich ja durchgucken. Durch die, sieht man das jetzt hier irgendwo? Nee, ich glaube nicht so richtig. Zumindest nicht auf meinem Kamerabildschirm. Ja, hier kann man so ein bisschen durch die Bretterluken irgendwo. Der gefällt mir. Den werde ich weiterverwenden, die beiden Seiten. Das Dach werde ich weiterverwenden. Das kann man irgendwo separat oder an eine andere Wand ranstellen. Behalten werde ich zum Beispiel auch sowas wie diese Wand hier. Die Seite weiß ich nicht, müssen wir mal sehen, kann man ja machen, also die definitiv nicht, diese Bretterwand hier, die sieht furchtbar aus. Die kleine Fassade werde ich weiterverwenden, die kann man für ein Häuschen benutzen, was ich vielleicht mit dem Lasercut selber erstelle. Da kann man dann weiter drauf aufbauen, da kann man eben weiterbauen, das Häuschen, und da habe ich eine schöne Fassade für die Vorderseite, also das kann man durchaus nutzen. Und ich bin ja sowieso der Meinung, dass alte Bausätze immer irgendwo weiterverwendet werden sollten und auch können. Hier ist ein kleiner Schuppen nochmal dran, hier ist nochmal ein Eingang, das ist also der ganze Bereich jetzt hier drinne, wo eben die Späne verarbeitet werden oder was weiß ich, das ist mir auch völlig egal. Und das Rohr hier, das ist hübsch, das gefällt mir alles ganz gut. Wie gesagt, das Ding werde ich weglassen, da werde ich nur den hier drüben dran lassen, das ist mir zu hoch, das würde auf meiner Anlage nicht wirklich passen, auch wenn es vielleicht zu einem Sägewerk gehört, ist mir das erstmal relativ egal, weil, ja, gefällt mir nicht.
kann man irgendwo anders verwenden. Ich habe eine Steampunk-Anlage, da wird mir doch was einfallen, wo ich das draufsetze. Das sieht doch klasse aus, das Ding, ne? Ja, das wäre das zu diesem ganzen Zeugs hier, was ich hier habe. Also diesen LKW, um jetzt mal das Thema zu wechseln, den werde ich definitiv kürzen. Da wird hier wahrscheinlich so 1,5 Zentimeter eingekürzt werden und dann kann er gerne irgendwelche Bretterchen fahren oder ein bisschen länger irgendwas, was ich mit dem Lasercutter mir erstelle, das was hier oben drauf kommt, oder ein Zentimeter kürzer, auf jeden Fall ein Stückchen kürzer, und ich werde ihm vielleicht auch kein Langholz draufpacken, oder ich weiß es noch nicht. Mal sehen, was ich mache. Mir fällt schon irgendwas ein, überhaupt kein Problem. Wenn ihr Ideen habt, immer in die Kommentare damit, da freue ich mich sowieso immer drüber. Und vielleicht werde ich auch hier ein paar Bäume entästen, das heißt vielleicht die ganzen grünen Sachen ab, dann können die, ja, das wäre vielleicht sogar eine Variante. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ich werde es aus diesen Bäumen machen, das heißt, ich werde das ganze Grün abschnipseln, mehrere Bäume, und die kommen dann da hinten drauf. Das passt. Das ist, ja, da hat der Uli eine Idee. Das werde ich definitiv so machen. Ich habe sowieso noch mal Bäume bestellt. Zu den 320. Also das lohnt sich mit den Bäumchen, die sehen irgendwie schick aus. Das ist eine wirklich gelungene Geschichte, wenn man das selbst weiter bearbeitet. Könnt ihr euch ja im Video angucken, das habe ich ja vor kurzem erst gemacht. Ich werde es eh verlinken, wahrscheinlich oben rechts in der Ecke. Ja, das sind meine Pläne, was ich jetzt für diese Waldgegend machen will. Das heißt, es soll, wie gesagt, schön klein werden. Dann kommen die ganzen Bäumchen ringsrum. Dann wird wahrscheinlich hier vorne irgendwo eine Zufahrt kommen, wo vielleicht hier irgendwo die LKWs ranfahren können. Das wird dann über die Bahnschienen geführt mit einem kleinen unbeschrankten Bahnübergang. Da muss ich mal gucken, was ich für Pläne habe. Und da wird mir schon noch einiges einfallen. Ich verabschiede mich natürlich erstmal an dieser Stelle. Und wir sehen uns dann nächsten Freitag 16 Uhr wieder. Und wenn der Umbau dieses Modells hier interessiert, das werde ich wahrscheinlich komplett auf mein Modell Baukanal bringen, den verlinke ich hier am Ende des Videos und entsprechend auch unter dem Video ist er immer verlinkt. Da wird also der komplette Umbau zu sehen sein, und dann wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche. Bis nächsten Freitag, wie gesagt, 16 Uhr. Macht schön gut, euer Uli. Tschüss.